Die große Frage ist, was muss alles noch geschehen, damit die ganze Menschheit erwacht oder so viele erwachen, dass wir in den Aufstieg hineinkommen? Im Moment ist es wirklich eigentlich an der Zeit, dass die Menschen erwachen, denn wenn man so rumguckt und wenn man so zuhört und schaut, was alles geschieht, dann muss man doch aufwachen. Schaut mal, in England hat man alle Maßnahmen heruntergefahren. Ja, dort leben die Menschen so, wie wenn es nichts gäbe, ungefähr so. Und haben auch keine Inzidenzen, fast keine. In anderen Gegenden, wo also sehr viele geimpft sind, ja, da steigen die Inzidenzen. Ich kann euch sagen, woran das liegt. Das liegt an der Angst. In den Gegenden, wo man Angst hat, zieht man die Dinge an, wovor man Angst hat. Und das ist die Todesangst, die Angst vor der Krankheit. Warum lässt man sich impfen? Aus Angst vor der Krankheit. Meistens. Manche wollen auch in Urlaub fahren. Aber dennoch ist dieser Aspekt nicht zu verachten. Also es wird seit 1,5 Jahren diese große Todesangst hier geschürt. Und anstatt dass die Menschen erkennen, woran das alles, was der Hintergrund ist, gehen sie in die Angst und lassen sich ja in den Ruin, wollte ich jetzt sagen, führen. Es ist ja die ganze Wirtschaft in Gefahr. So viele Geschäfte sind zugrunde gegangen, in Konkurs, die normalerweise nie in diese Situation gekommen wären. Es wurden einfach alle Geschäfte geschlossen, ganz lange Zeit. Und also ich finde das so schrecklich. Also es ist alles meine Meinung, was ich hier euch sage. Wer nicht mit dieser Meinung einverstanden ist, natürlich darf jeder seine eigene Meinung haben. Bitte prüft für euch, ob das, was ich sage, für euch stimmig ist. Für mich ist es wichtig, dass die Menschheit erwacht und die Wahrheit erkennt. Jetzt stehen ja bald Wahlen an. Im September stehen in Deutschland die Wahlen an. Und ihr wisst, es wird sehr viel versprochen vor einer Wahl. Und ihr wisst selber, dass es mit dem Einhalten der Versprechen immer so eine Sache ist. Und auch wenn jetzt die vielen alten Parteien, die sich da diese Versprechungen machen, das ist in meinen Augen. Auch wenn die Wahlen dann vielleicht sogar getürkt sind, wie man sagt, denn die beeinflusst sind, das Ergebnis, sollte man jetzt genau überlegen, wen man wählt. Es fängt langsam an, es kommen Parteien, es kommen neue, lichtvolle Menschen, die wir dann auch wählen können. Also es ist wichtig, da genau zu überlegen, ob du wirklich wieder so eine alte Partei wählst, die ja doch keine Veränderung bringt, die nur Dinge verspricht, die uns hier nicht weiterhelfen. Also wähle genau aus, wen du wählst und geh auf jeden Fall wählen. Du sollst jetzt nicht wählen, das wäre auch verkehrt in meinen Augen. Denn damit zeigen wir ja, wenn wir jetzt zum Beispiel eine ganz lichtvolle Partei wählen, was wir möchten. Ja, und dann würden wir den alten Parteien, die keine Veränderung bringen, das bisschen das Wasser, ja, nehmen. Es ist halt so, es gibt auch diesen Spruch, es heißt, ich kann ja doch nichts tun. Wenn das die halbe Menschheit sagt und dann doch nichts tut, haben wir unsere Macht, die wir haben, ihr wisst, was ich meine, ja, geht die verloren. Jeder einzelne von uns kann dazu beitragen, dass sich etwas ändert, indem wir aus der Angst herausgehen. Das machen wir alle, die Spirituellen, indem wir uns dem Licht zuwenden, das machen wir auch, die Spirituellen, indem wir erkennen, was hinter diesen Schleiern alles noch vorbereitet wird. Denn es wird noch viel mehr vorbereitet, als wie im Moment zu erkennen ist. Und dennoch ist es zu erkennen, wenn man genau hinschaut. Zum Beispiel soll ja das Geld abgeschafft werden, also das Bargeld. Ja, und dann kann man also mit der Kreditkarte nur, oder mit der normalen Karte nur noch bezahlen. Das ist jetzt aber nicht der Grund. Ja, das ist ein ganz anderer Grund. Es geht darum, dass eine Inflation uns bevorsteht und dadurch eine Enteignung entsteht. Und das sollte man wissen. Also man sollte
jetzt nicht unbedingt darauf vertrauen, oh klasse, ich brauche kein Bargeld mehr, ich kann mit meiner Karte bezahlen. Denn wenn es jetzt so ist, dass das Geld nicht mehr abgehoben werden kann, dann haben wir keinen Zugriff mehr zu unserem Geld. Dann haben wir nur die Karte, aber das Geld wird entwertet. Das ist nichts mehr wert. Und so verlieren wir eine ganze Menge an Geld. Da können wir gar nichts dran machen. Das wird einfach auf Knopfdruck von der Bank so und so viel Prozent weniger. Das ist das, was auf uns zukommen wird. Geht bitte nicht in die Angst, denn es gibt da eine sehr gute Möglichkeit. Es gibt das Tauschgeschäft. Für mich kommt dann das Tauschgeschäft. Und da habe ich mich auch mit der geistigen Welt drüber unterhalten. Wir werden dann dieses Finanzsystem, was wir im Moment haben, das wird nicht mehr taugen. Ja, das wird ja gesteuert von der Zentralbank, das wird gesteuert von Menschen, die anderes im Sinne haben als wir Lichtarbeiter. Dann kommt das Tauschgeschäft wieder. Wir tauschen Dinge gegenseitig und daraus entsteht die neue Währung, eine ganz neue Währung, die Währung des Lichtes. Und das muss man aber alles wissen, damit man nicht alles glaubt, was uns so erzählt wird. Denn es wird ja nie die ganze Wahrheit erzählt. Es ist ja immer etwas im Hintergrund, was verschwiegen wird. Ja, und was hinter diesen Schleiern verborgen ist, das kommt ja immer mehr zum Vorschein. Das kommt daher zum Vorschein, weil wir Lichtarbeiter und oder weil alle Menschen, die sich dafür interessieren, genau hinsehen, weil das Vertrauen nicht mehr da ist an die Regierung. Zum Beispiel vor 1,5 Jahren, als es begann mit der C-Zeit, hat denn da mal jemand gesagt, wie man sich dagegen schützen kann? Hat da jemand gesagt, stärkt euer Immunsystem? Ich habe kaum was gehört. Und da ging es los mit Masken und mit so Zeug. Das schützt ja in dem Sinne gar nicht so sehr alles. Es ist ja die Angst. Es ist ja nicht dieser Virus, es ist die Angst, die uns krank macht oder krank machen soll. Darum geht es. Und das zu erkennen, ist für mich der erste Weg, ein Schritt ins Erwachen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass wir einfach uns auf das Licht konzentrieren und vielen Menschen von dem Licht erzählen, denn die Spiritualität, das ist doch das, was jeder Mensch in sich trägt, auch wenn er es nicht zugibt. Das ist so. Und ich frage mich tatsächlich, was muss noch passieren, damit die Menschen endlich aufwachen und da durchblicken? Sie lassen sich viel zu sehr beeinflussen, immer noch von dieser Macht, von dieser Angst, die einem da so übergestülpt werden soll. Und solange das so ist, dauert's. Das wird noch länger dauern. Ich frage mich, was noch passieren muss. Schaut die großen Flutwellen an, wo sich die Erde reinigt. Das ist ja alles zu viel an negativen Energien, was die Erde trägt. Und da wird es noch mehr solche Prozesse geben. Es ist leider so, aber die Menschen, welche sich jetzt zusammentun, welche an das Licht glauben, welche beginnen, Nein zu sagen, welche beginnen, sich rauszuziehen, das sind die Stützen der neuen Gesellschaft. Und ich weiß, dass ihr da dazugehört. Und das ist wichtig, denn das ganze Volk, wir alle, wir haben so viel Kraft. Wir haben so eine Macht, wir sind uns nur dessen nicht bewusst, weil ständig etwas anderes erzählt wird. Dieses Mal ein Video, was ganz anders ist als sonst, aber ich muss euch das einfach mal sagen, damit ihr das auch so richtig fühlt. Ja, und damit sich was ändert. Es muss sich was ändern, denn so kann es nicht weitergehen. Und ich möchte ja auch gerne, dass der Aufstieg sich in einer Leichtigkeit, also in leichter vollzieht als wie im Moment. Das müssen ja nicht so viele Opfer dabei sein. Die geistige Welt, sie sagt immer, was in Liebe gebaut wurde, bleibt bestehen. Und wenn ihr euch dann mal umschaut, ob alles bei uns so in Liebe gebaut ist, ob da auch noch viele andere Hintergedanken dabei sind,
bei den Menschen, die uns alles Mögliche erzählen wollen, dass wir Angst haben müssten vor einer Krankheit, die eigentlich gar nicht angstvoll sein müsste. Das ist der Punkt, über den ich euch bitte, nachzudenken. Heute gibt es mal keine Meditation, aber dafür im nächsten Video gibt es wieder eine. Ihr Allerliebsten, ich wünsche euch ganz viel Freude und besucht mich auch auf Telegram, da spreche ich noch ein bisschen offener über diese Themen. Also bis dann. Tschüss.